Hi Leute und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute zeige ich euch mal eine Entity 303 Welt. Und ja, da mache ich auch ein paar mehr Parts davon. Und ja, ich zeige die euch halt mal. Die Welt nennt ihr Entity 303. Ich gehe ganz normal in Survival. Den Seed ist auch in Entity 303. Dann und dann Create New World. Dürfte jetzt kurz dauern. Vielleicht da mache ich auch auf jeden Fall ein paar mehr Parts davon. Aber ich habe das jetzt extra im Spielmenü gestanden, dass ihr wisst, wie ihr die createn müsst. Und es so. Da ist man definitiv in so einer, da ist man auf jeden Fall in so einer Dschungelwelt. Ich gehe ganz kurz. Oh Gott, ich verschreibe mich immer. Ich gehe ganz kurz in Game Mode 1. Naja, egal, komm. Also ich habe Auto Jump an Options. Controls, Auto Jump off. Dann. So, jetzt gehe ich mir mal erstmal Melonen abbauen. Ich mach ach jetzt. Irgendwie voll komisch hier. Was passiert da denn? Auf jeden Fall sind wir in einem Dschungel, wo es angeblich Entity 303 geben soll. Ich bin übrigens in der Minecraft-Version 1.12.1. Geht auch wahrscheinlich in der 1.12.2 oder 1.11. Was weiß ich. Geht bestimmt auch alles. Oh nein. Aber naja. Ich bin jetzt in der 1.12.1. Und ja. Es gibt auf jeden Fall mehrere Parts auf dieser Map. Weil wir ja natürlich Entity 303 irgendwann entdecken wollen. Vielleicht ist er ja auch gar nicht da, aber ich hoffe, wir finden den mal. Ich wollte mir eigentlich irgendwo da vorne aus dem Dschungel, irgendwie an diesem Meer. Und ich glaube, da vorne eigentlich ist bei... Oh nein, bitte nicht. Ist an dem Ende von dem Dschungel immer ein Meer. Auf was sind wir eigentlich? Difficulty? Kann das mal weggehen? Ist wohl easy. Ja, dann... Destroy ich halt einen Baum. So, jetzt wir sind Difficulty Normal. Also müssten eigentlich auch Monster kommen. Naja, ich gehe mal. Normalerweise ist ja immer bei dem Dschungel hinten ein Meer. Vielleicht finde ich ja auch eins an dem Strand, weil ich wollte mir da hinten so eine Base bauen. Eigentlich. Wenn ich da jetzt hinkomme, aber. Wir gucken mal, vielleicht finden wir Entity 303 hier schon. Oh, jetzt nehme ich nochmal einen Baum ab. Irgendjemand setzt mir immer den Block wieder hin. Naja. So, von wo kam ich denn jetzt? Jetzt laufe ich dahin, wo ich hin will. Ach, da hinten ist ja schon mehr, wo ich hin will. Naja. Nicht dein Ernst. Ja, da will ich halt eben nicht hin. Dann laufe ich jetzt halt nochmal durch den Dschungel. Egal. Okay. Ich muss ganz kurz... Nochmal schauen, vielleicht bauen wir jetzt auch einfach hier den Base. Vielleicht finden wir Entity 303. Ich baue auf jeden Fall mal Holz ab. Ja, voll spannend. Naja, komm. Wir gehen mal noch etwas weiter hier.
in den Dschungel, wollte ich sagen gerade. Vielleicht finden wir ja da sogar ein TT-03, muss aber nicht sein. Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall ein paar Survival-Parts hier in dieser Welt. Und ja, da finden wir dann hoffentlich auch NTT 303 irgendwann mal. Naja. Bitte nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Danke. Weil also Essen gibt es jetzt also die paar Melonen, die ich da hatte, nicht. Wisst ihr was, ich craft das mal kurz um. In Planks. Ja. So. Das finden wir hier noch irgendwas Spannendes. Wartet jetzt. So. Es ist auch ein echt sehr großer Dschungel hier. Übrigens, wenn ihr wollt, dass ich auch mal in der Bedrock Edition die NTT 303 Welt ausprobiere, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde es schon machen. Weil gestern habe ich ein Video hochgeladen, wie ich die Bedrock Edition ausprobiert habe. Und ich kann sie auch gern mal in einer NTT 303 Welt spielen, weil ich habe da schon eine. Da spawnt man auch in dem Dschungel, ist mir aufgefallen. Wie hier jetzt. Aber vielleicht ist das auch. Wir auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal das Part in der Java Edition hier fertig. Mit NTT 303. Da mache ich jetzt plötzlich so ein paar Parts. Ich schätze so 3, 4, 5, so 4, 5 Parts in dieser Welt. Ein bisschen Survival. Und vielleicht finden wir ja da einmal. Ich gehe mir mal Melonen holen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber gell, man kann Melonen mit einer Axt besser abbauen. Nein, bitte. Besser abbauen. Hi. So. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig, wenn wir das so durch den Dschungel laufen, aber der erste Part ist noch nicht so besonders spannend. Halt. Danke. Ab dem zweiten Part, wahrscheinlich, wenn wir dann NTT 303 oder so sehen, wird es ein bisschen spannender. Ich will mal ein bisschen regenerieren wieder. Hi. Naja, denkt ihr, ich komme hier irgendwie? Nein, 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 bitte. Fall ins Wasser, fall ins Wasser. So. So. Aber in den Dschungel findet man ja auch nicht so oft jetzt. In Minecraft, die sind ja auch nicht so. Also gut, selten sind sie jetzt auch nicht, aber man findet sie nicht jeden Tag mal in der Welt, wenn man die sucht. Außer man sucht einen kompletten Tag lang, dann wahrscheinlich schon. So. Wir gehen mal etwas weiter gucken. Noch. Ich versuche eigentlich die ganze Zeit ans Ende vom Dschungel zu kommen. Seht ihr das? Ist das ein NTT? Bin ich jetzt doof oder habe ich ihn gerade gesehen? Also jetzt auch wirklich mal. Ich. Hi. Okay. So, sieht's.
So. Ey, bleib hier. Okay, der mag mich nicht. Wir gehen mal etwas weiter. Alter. So. Ey, da unten sind Schafe. Ich kann mir ein Bett bauen. Ja. Aber ich mache mir erst ein Crafting Table. Den stelle ich kurz hier hin. Craft mir Sticks. Ich mache mir auch. Mach mir erstmal nur ein Schwert, um die Schafe zu killen. Schaff es denn! So. Jetzt haben wir auch ein bisschen Fleisch. Vielleicht das da noch? So. Jetzt. Ich craft mir noch ganz kurz eine Axt. Um den Crafting Table abzubauen. So. Naja, wir bauen mal ein bisschen Holz noch ab. Jungle Wood. Ich esse lieber eine Melone. So. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen mal auf so einen Dschungelbaum hoch. Dann können wir mal etwas gucken. So als guter Schluss für dieses Video. So. Dann einmal hier hoch. Oh, scheiße. Irgendwie schaffe ich das jetzt gerade nicht. Ach ja, jetzt. So. Ach, ist ja auch egal. Also, lasst gerne Like und ein Abo, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also, ciao, bis zum nächsten Video. Euer Leo.